Ja, bringt uns aber nichts an. Also ich würde sagen, da wir ja noch ein bisschen Geld haben, also das packen wir uns auf jeden Fall. Ja, komm. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Safari-Typ. Okay, jetzt nicht mehr. Na komm, ist eigentlich ganz süß. Ja, jetzt sieht er echt so aus, als würde er frisch aus der Safari kommen. Nein, Sozial 3. Können wir uns noch ein bisschen sozial erarbeiten, denn wir brauchen auch sicherlich mal Verbündete. Ich weiß überhaupt nicht, was ich so die ganze Zeit sagen könnte. Das ist ein bisschen blöd. Lässt sich bestimmt auch wieder irgendwo verstecken. Ah, okay, das könnte man. Vielleicht könnte man das hier noch so hinzufügen. Okay, sieht eigentlich auch ziemlich scheiße aus, aber. Ja, komm. So erkennt man es nicht. So, wir haben null Budget. Aber dafür haben wir jetzt mehr Gesundheit und mehr Sozial und mehr Sammeln, glaube ich auch. Okay, der Safari-Hut sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, aber naja. Was soll man machen? Ach ja. So. Speichern und beenden. Jo. Damit wären wir erstmal fertig, würde ich sagen. Und wir machen doch direkt nochmal ein Baby. Und direkt noch eins. Und direkt. Noch eins. Aber wir müssen natürlich auch wieder ein bisschen was sammeln. Also erstmal können sich hier jetzt alle heilen. Zunächst einmal. Okay, ein Baby brauchen wir noch. Haben wir noch genug. So. Die können wir jetzt ein bisschen was sammeln. Am besten hier wieder. Ja, okay, das ist nur einer, das ist ein bisschen blöd. Also hier sind auf jeden Fall jetzt. Okay, ich habe irgendwie die Sicht ein bisschen scheiße. Ach du Scheiße, da ist wieder die epische Kreatur. Ich glaube, ich mache die Sicht mal so, dass ich gerade ausgucke von der Karte aus gesehen. Denn dann blicke ich irgendwie bisschen besser durch. Dann ist jetzt zwar wieder alles bisschen verrückt hier, mehr oder weniger. Ah, das ist schon wieder so eine epische Kreatur. Oh Gott. Also mich würde jetzt mal interessieren. Ah nee, das kann ich jetzt gar nicht gucken. Schade. Ob diese Mission, eine epische Kreatur kaputt zu machen, ob das zur Kreaturenphase oder zur Stammesphase oder sonst so zu gehört, oder ob das egal ist oder wie auch immer. Also die essen auf jeden Fall alle erstmal was. Ah, scheiße. Ja, die können sich auf jeden Fall erstmal alle noch mal mit, ne, die können sich mit Dipcheridus noch mal verdingsen. Und dann würde ich sagen, greifen wir einfach mal irgendwas an. Das ist doch nicht schlecht. Dann versuche ich gleich einfach mal so eine epische Kreatur kaputt zu hauen. Ah, jetzt sind schon direkt wieder die nächsten. Die haben Holzhörner ebenfalls, Wurfspeere und Sammelstücke. Ah, da ist ein Vieh. Ah, das. Ja, greif sie an. Alter, das ist Hammer. Ach, schade. Ich glaube, mit denen verbünde ich mich, weil die so ziemlich in der Nähe sind. So, die holen schon ein bisschen was. Ey. Glaube ich nicht. Ihr sollt Sachen sammeln. Nicht da chillen. Also, die Dipcheridus. Nein, scheiße, jetzt habe ich alle. Die Dipcheridus, die versammeln sich mal hier einfach alle. Häuptling kann ja da bleiben. Und die können alle noch ein bisschen sammeln, hoffentlich. Ja, genau, sammelt einfach mal alles. Was ist das für ein Geräusch? Na, egal. Ich würde einfach mal sagen, ich guck mal, ob ich speichern kann. Ich habe immer so einen Schiss beim Speichern mittlerweile, ne? Das gefällt mir nicht.
Okay, wir haben gespeichert und ich würde sagen, ich mache einen kurzen Schnitt. Bis gleich. Jop, da bin ich auch wieder. Und ich glaube, ich habe euch gar nicht diese Leiste noch erklärt. In der Stammesphase, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung, ich erkläre es einfach nochmal. Und zwar sehen wir hier, ist das läuft ja nicht mehr mit DNA oder sonstigen Sachen, sondern es geht um Stämme. Wir haben jetzt einen Stamm besiegt, deswegen ist ein so ein Feld voll geworden. Wenn wir jetzt den nächsten Stamm erobern, dann geht es bis hierhin. Bis zu diesem Strich geht das dann. Und beim nächsten passiert dann wieder irgendwas. Ich glaube, dann wird unser Stamm wieder größer. Und dann müssen wir noch zwei andere und dann könnten wir wieder weiter. Und das geht eigentlich ziemlich schnell. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt weiter mit unserem Stamm. Und ja. So, also Nahrung könnten wir noch ein wenig vertragen. Aber ich denke mal, gleichzeitig könnten wir auch einfach mal Angreifer in Sicht, ein anderer Streifen, ein anderer Stamm greift an. Oh man, die Lilanen, glaube ich. Ja, sieht so aus. Und mit denen wollte ich mich verbinden. Oh, das ist... Ja, stimmt, die sind ja so ganz... ganz böse. Ja, auf den Anführer von Necrolord. Oh Gott, den hatten wir schon im ersten Part oder so gesehen. Oh nein, nicht im ersten Part, sondern in der Kreaturenphase. Oder so. Oder in der Zellphase. Ich habe keine Ahnung. Ah, die Didgeridoo-Typen können jetzt auch angreifen. Okay. Na, gut zu wissen. Okay, also mit den Lilanen verbinde ich mich nicht. Oder mit den Pinken, das sind ja die Lilanen. Lavendeldorf, also. Ah, die sind alle so böse von Anfang an, ey, scheiße. Kann ich mich mit gar keinem verbinden, super. Okay, dann würde ich sagen, brauchen die auch keine Didgeridoos, sondern Steinäxte. Ist, glaube ich, dann besser. Feuermacher Achel. Ey, bleib mal hier bitte. Hat der uns erstmal 10 Futter geklaut? Dieser Homo-Fürst. Gut. Also. Der Anführer bleibt mal hier und der Rest kommt mal mit. Boah, was greifen jetzt alle an, ey? Was ein Scheiß. Glaube ich jetzt mal nicht. Lavendeldorf ist ab sofort ihr Erzfeind. Na, wollen wir ja nicht übertreiben hier. So, gut, der ist tot. Und dann würde ich sagen, greifen wir die jetzt erstmal an, damit wir hier wenigstens ein wenig Freiraum haben. Sind die nur alleine? Jo. Okay. Schon mal nicht schlecht. Oh, fuck. Oh, Mann. Ich hasse es, während eines Let's Plays zu niesen. Naja. Naja, gut. Was soll man machen? Ja, ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal an. Am besten erstmal den Erwachsenen, denn ich glaube, der kann sich am besten wehren. Oh, da ist ein Häuptling. Oh, shit. Achso, ich glaube, ja, wir sehen jetzt auch schon. Nicht jeder, also... Es können nur ein paar Leute an einem Ziel dran sein. Kennt man wahrscheinlich auch schon von anderen Spielen. Dass jetzt nicht 100 Leute eine so eine kleine Ameise angreifen können, sondern das muss irgendwie so ein bisschen aufgeteilt werden immer. So, einer ist scheiße. Ja, scheiße, einer ist tot. Ich dachte, wir hätten jetzt nochmal einen von dem besiegt. Oh Mann. Naja, egal. Machen wir einfach mal das Lager jetzt kaputt. Ach, da ist ja noch einer. So, er kann mal ein bisschen Futter klauen.
Alter, warum sind jetzt auf einmal so viele hier? Angreifer in Sicht. Oh, scheiße. Oh, oh, Lavendeldorf. Lavendeldorf kommt. Oh, oh, oh.